Diakonie in Niedersachsen. Soziale Berufe kann nicht jeder. Wir sind in Osnabrück. Im Haus Schlehenbusch arbeitet Katja im Wohnbereich. Hier leben junge Menschen zwischen 15 und 21 Jahren, denen aufgrund einer ungünstigen Entwicklung die soziale Ausgrenzung droht. Erfahrt nun mehr. Für einen sozialen Beruf habe ich mich auf jeden Fall entschieden, weil ich definitiv mit Menschen zusammenarbeiten wollte, von Anfang an. Bürojob kam für mich nie in Frage, weil ich denke, dass es sehr eintönig ist. Und dementsprechend war für mich klar, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten wollte. Es war auch relativ schnell klar, dass ich mit jungen Menschen zusammenarbeiten wollte, weil ich habe immer gedacht, so Seniorenarbeit, ja, könnte Spaß machen, aber ist vielleicht nicht so ganz meins. Ja, und deshalb habe ich mich relativ fix nach der Schule auch für die Erzieherausbildung entschieden. Und ja, nachdem ich dann so 2 Jahre Elementarpädagogik durch hatte und im Kindergarten Praktikas gemacht habe und so, war eigentlich klar, dass es definitiv mein Bereich ist. Und im 3. Jahr habe ich dann ein Praktikum machen können in der Jugendhilfeeinrichtung in Vechta. Und das war so das Einschneiderlebnis für mich gewesen. Da war für mich ganz klar, Jugendarbeit ist meins, da geht mir mein Herz auf, das ist auf jeden Fall mein Bereich. Und ja, so bin ich dann zur Jugendhilfe gekommen. Also ich komme auf jeden Fall morgens um 7 zur Arbeit und beginne mit dem Frühdienst. Das heißt, ich wecke die Jugendlichen und ich bereite das Frühstück mit denen gemeinsam vor. Dann frühstücken wir zusammen. Die, die zur Schule gehen, frühstücken mit mir. Die, die zur Arbeit gehen, sind vorher schon aus dem Haus, hoffentlich. Manchmal kommen sie ja nicht aus dem Bett. Genau. Und ja, wenn ich mit ihnen gefrühstückt habe und die alle auf dem Weg sind zur Schule und so weiter, dann kümmere ich mich sehr viel um Organisation, bereite einiges vor, schreibe Hilfeplanberichte. Und zur Mittagsstunde kommen die dann alle wieder, meistens gut gelaunt, aber es gibt auch schwierigere Tage, da muss man mal gucken, wie man so auf sie eingeht. Da wird gemeinsam Mittag gegessen und dann geht's schon los. Also die Freizeit wird gestaltet oder wir werden putzen gemeinsam die Wohngruppe. Oder wir müssen zu irgendeinem Arztbesuch oder zu irgendeiner Behörde, die wir irgendwie, wo wir irgendwas beantragen müssen. Also es ist eigentlich ein ganz normaler Alltag, wie in jeder anderen Familie auch. Und ich glaube, das ist auch der Clou, dass man den Alltag auch so versucht zu gestalten, dass es wie in einer jeden anderen normalen Familie auch so ist. Ich glaube, das ist das ganz Wichtige, die Jugendlichen nicht als ausgesondert oder besonders oder sonst was zu sehen, sondern versuchen sie so, so normal wie möglich zu nehmen. Mein Job ist es, die Schnittstelle für alles zu sein. Ich habe mit Ärzten zu tun, mit Therapeuten, mit dem Jugendamt, Jugendgerichtshilfe, also es ist alles dabei in meinem Beruf und ich glaube, wenn man da Lust drauf hat, so eine Art Schnittstelle zu sein und mit den Jugendlichen gemeinsam diesen Weg zu gehen, dann ist Jugendhilfe auf jeden Fall das Richtige. Ich hätte niemals gedacht, dass eine Teamarbeit so intensiv gewollt ist, aber auch gebraucht ist und ohne ein gut funktionierendes Team, was wirklich ineinander greift und dieselbe Haltung vor allen Dingen hat, ist dieser Beruf oder die Arbeit mit Jugendlichen sehr, sehr schwer. Und ich hätte niemals gedacht am Anfang meines Berufes, dass die Teamarbeit mir auch so viel Spaß machen würde. Und deswegen, also das ist, glaube ich, das A und O hier an dem Beruf. Ja, soziale Berufe kann nicht jeder. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist der Slogan überhaupt. Ich sehe das nämlich ganz genauso. Ich glaube, dass das definitiv so ist, dass soziale Berufe nicht jeder kann. Ich denke, dass man eine hohe Flexibilität mitbringen muss und ich denke, dass man auch Geduld mitbringen muss, eine gewisse Beharrlichkeit an dem Job. Trotzdem sehe ich das so, dass Menschen, die da Bock drauf haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, genau das alles mitbringen können. Ne? Eine gewisse Ehrlichkeit, ein gewisses Vertrauen in sich selber und in seine Kompetenzen, ich glaube, das macht es aus. Was bringst du mit, dass dir dein Beruf jeden Tag aufs Neue Spaß macht? Humor. Ich glaube, das ist ganz besonders witzig, ganz besonders wichtig. Ich finde es gut, dass man hier auf der Arbeit so sein kann, wie man ist. Man bringt eine gewisse Persönlichkeit mit und man muss sich nicht verstellen. Das würden die Jugendlichen sofort spüren, wenn man nicht authentisch wäre. Das würde einem die Arbeit erschweren, definitiv.
weil dann wäre es eine Art Arbeit und wenn die Jugendlichen sehen, dass du das als einen Job siehst und nicht mit Herz dabei bist, dann nehmen sie dich auch nicht für voll und dann möchten sie deine Hilfe auch nicht haben. Ne? Und ich denke, wenn man das so mitbringt, eine Leidenschaft für den Beruf und auch viel Geduld, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Mehr Informationen erhaltet ihr auf www.diakonie-in-niedersachsen.de. Caridio Image und Eventfilmproduktion.